Es wird gruselig. Geister, meine lieben Freunde, es gibt sie oder nicht. Oh, oder schon oder nicht. Ob's Geister gibt, dabei scheiden sich die Geister. Kann es sein, dass du dumm bist oder sowas? Deswegen, Leute, schauen wir uns heute mal richtig nette und nice Geistervideos an. Und ihr könnt mir in die Kommentare schreiben, ob ihr daran glaubt. Ihr könnt mir in die Kommentare schreiben, ob ihr vielleicht selbst schon mal irgendeine Begegnung hattet. Und wir gucken uns einfach mal an, was es da auf YouTube so Schönes gibt. Ich habe mir dafür so ein paar Videos ausgesucht. Und ich hätte sie lieber nicht angeguckt. Lasst einen Daumen und ein Abo da, Leute. Und dann schauen wir mal und schallern direkt mal ins Video rein. Was habe ich mir da nur wieder ausgedacht? Leute, das erste Video. Vielleicht sollte ich mir Kopfhörer aufsetzen. Das erste Video heißt Ghost Screaming in Haunted Hotel. Also, ich habe mich darüber ein bisschen informiert und scheinbar treibt da ein Geist so sein Unwesen in einem Hotelzimmer und ein Mitarbeiter nimmt seine zwei Eier, schmeißt es sich über die Schulter und geht in das Zimmer rein. Keine Ahnung, ob das fake ist oder nicht. Ich verlinke euch wie alles das Originalvideo. Ich verlinke euch das Originalvideo und den Kanal natürlich in der Videobeschreibung. Das gilt für alle Videos, die wir uns heute angucken. Ihr findet immer den Kanal unten in der Videobeschreibung, das Originalvideo, den Credit. Und dass wir das hier auch alles mit rechten Dingen tun. Ja, wir gucken mal, Leute. Ob das jetzt fake ist oder nicht, beurteile ich nicht. Ich gucke das jetzt einfach an und ich reagiere rein darauf, ob ich es creepy finde oder nicht. Ich weiß nicht, ob man reale Geistersichtungen auf YouTube sehen kann. Es gibt bestimmt Dinge, die wir uns nicht erklären können. Davon bin ich persönlich überzeugt. Aber ob es dann wirklich Geister sind, I don't know, Leute. Aber darüber reden wir nicht, sondern wir reden darüber, ob dieses Video spooky ist. Und deswegen, Leute, let's go, dauert nur 3 Minuten. Dann schauen wir mal. Okay, das folgende Filmmaterial wurde von einer Hotel-Security am 14. September 2003 aufgenommen. Es wurde nicht editiert. Okay. Also irgendjemand schreit aus einem Raum und so weiter. Und John, ja, der jetzt hier vor sich hin walkt, der soll das jetzt überprüfen. Also alleine diese Aufnahme hier ist schon ziemlich creepy. Ob das jetzt editiert ist, wie gesagt, darüber wollen wir uns kein Urteil bilden. Es sieht, und das sage ich jetzt mal, weil ich mich aufgrund meiner Astrofotografie mit Bildbearbeitung eigentlich relativ gut auskenne, bisschen so aus, als wäre ein Filter drüber. Aber ich möchte es nicht, ja, nicht urteilen. Und ihr hört das Schreien schon, ne? 2003, da war ich gerade 10. Da wusste ich noch nichts von solchen Dingen. Da war die Welt noch in Ordnung. Okay, also wir hören das Schreien aus, ich vermute mal, diesem Zimmer. Was auch dafür spricht, also wie gesagt, ne, kein Urteil. Wegen editiert, aber die Cam zeigt halt direkt da aufs Zimmer, ne? Okay, also es ist ein Schreien in diesem Raum, aber niemand hat eingecheckt. Also dieser Raum ist faktisch leer. Leider können wir nicht hören, was John gerade gefunkt hat. Es sollte niemand drin sein. John hat Eier aus Stahl. Okay, also Amy, das ist dann wohl die, die Bescheid gesagt hat, dass da geschrien wird. Ich denke mal, die ist dann irgendwie hier in dem Nachbarzimmer drin. Wenn ich mit der Hand zeige, seht ihr es nicht. Ich muss mit der Maus zeigen. Also hier, wovor ich jetzt sitze. Und ja, also es hat keiner in den Raum eingecheckt. Ich muss sagen, dass mir das... Es bereitet mir Gänsehaut, weil es so schreit. Und ich, wenn jetzt an Johns Stelle wäre, unabhängig davon, ob das echt ist oder nicht... Holy Cheese! Also ich würde da nicht reingehen... Er checkt nochmal, ob jemand eingecheckt hat. Okay, John soll warten. Wir sollen auf die Polizei warten, sagt er zu John. Aber John, was macht John? John hat keine Lust, auf die Polizei zu warten. John ist derjenige, der, wie gesagt, seine Eier über die Schultern trägt. John hat die Eier nicht unten hängen, der hat die über den Schultern, weil er so hart ist. Und geht jetzt rein, oder wie? Oh mein Gott! Ja, ja, John geht schnell rein und er schaut nach, was los ist. Also dieses Krieseln, weiß ich nicht, ob das eine Security-Kamera macht oder ob das editiert ist. John.
Oh, es hat geflackert, habt ihr gesehen? John, bist du da? Ja, John ist da. Okay, also John möchte, dass Amy jetzt sofort die Polizei anruft. Okay, also er sagt, dass keiner drin ist, aber alle Gegenstände und so weiter sind umgedreht. Verstehe ich das richtig, ja? Die Dusche ist an? Okay. Ja, das ist wirklich unheimlich. Okay, aber was soll die Polizei machen? Oh, guck mal, da ist was rausgelaufen. Seht mal, schaut mal. Seht ihr das? Oh. Oh, Jesus. Das ist also, das gibt mir, der Amerikaner oder der Engländer würde sagen, Chills. Ja, das gibt mir Chills. Da stellt sich schon ein bisschen auf hier. Oh Gott. Also, wie gesagt, natürlich die Vorstellung ist natürlich extrem krass, ne? Da brauchen wir nicht drüber zu reden. Und wir können jetzt gerne nochmal kurz gucken. So, warte mal. Hier ist am häufigsten mehrfach wiederholt, weil er reingeht und weil er hier rausläuft, der Geist. Ja, genau, seht ihr. Das ist natürlich ziemlich creepy, ja. Also man kann jetzt, wie gesagt, drüber streiten. Wir schauen nochmal hier. Seht ihr das? Moment. Hier. Hier ist das Gebilde. Hier. Also man kann jetzt drüber streiten, ob das jetzt fake ist oder nicht, ja. Das machen wir jetzt nicht. Also ihr könnt es in die Kommentare schreiben. Ich sag dazu jetzt nichts. Wenn es fake ist, ich sag nur, dass es ultra, ultra gruselig ist. Ultra gruselig. Okay, kommt da noch irgendwas? Nee, nur ewig schwarz, um, weiß ich nicht, das Video auf 3 Minuten zu bringen. Da habe ich gerade tatsächlich auch gar nichts zu lachen. Oh Mann. Okay, Leute, wir gucken uns jetzt dieses 7-Minuten-Video noch an. Und zwar Geister auf Kamera. Paranormale Videos überall von der Welt gefilmt. Compilation Part 2. Und das Ganze ist von einem Nachrichtensender. Und zwar von 7 News Australia. Wie immer unten verlinkt, Leute. Und wir gehen direkt mal rein. So, was passiert hier? Keine Ahnung, das ist einfach nur eine Überwachungskamera, 5.7.21. Das ist, okay! Ja, gut! Das denke ich mir immer, ich habe sowas ja schon mal gesehen, mit welcher Energie dieses Zeug da rausfetzt, ne? Also entweder zieht da einer an der Schnur extrem an, wie gesagt, wir bilden uns wieder kein Urteil, aber ich möchte nur alle Eventualitäten besprechen. Entweder zieht einer an der Schnur extrem an, dass es diese Dinger rausreißt, oder I don't get it, man, oder der ist halt einfach sauer, der Geist. und scheinbar wissen die ja, was zu Hause abgeht, deswegen haben die das gefilmt. Also so würde ich das jetzt mal interpretieren. Keine Ahnung. Aber es ist auf jeden Fall creepy, also darüber brauchen wir nicht reden, ne? Das. Okay, der Stuhl hat sich gedreht. Keine Ahnung, ob das. Keine Ahnung, ob das durch einen. Das sind diese Orbs, die ich schon mal gesehen habe, die da einfach auftauchen und dann durch eiern, genau. Da heißt es ja auch, dass das teilweise von der Kamera irgendwie kommt, aber das sieht halt sehr, also künstlich aus. Damit meine ich jetzt nicht irgendwie, dass das künstlich reineditiert wurde, sondern das sieht halt nicht so aus, als würde es da irgendwie einen Kamerafehler geben, ja. Also Kameras neigen ja auch zu Pixelfehlern oder zu solchen Dingen. Was ist da? Man sieht nichts, ey. Es ist so eine schlechte Qualität, wie immer. Das ist immer so. Ach so, das ist ein verlassenes Haus, oder wie? Davon gibt es in Amerika ja recht viele. Das ist auch so eine unheimliche Sache für sich.
Holy. Yo, go, 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 go. Was, ich habe nichts gesehen. Holy. Oh, warte mal. Da ist jemand, oder? Warte. War der vorhin schon da? Nee, jetzt erst gekommen. Moment mal, ich muss... Oder hier? Warte mal, hier ist noch nichts. Doch, steht da schon, oder? Doch, hier steht schon da. Holy f***. Ja, okay, gut, das ist auch extrem gruselig. Aber das könnte auch gestellt sein. Ah, wir bilden uns kein Urteil. Ich muss das lassen. Warum ist aber die Videoqualität immer so schlecht? Also, das ist halt das, was ich mich frage. Also, wenn ich jetzt heute mit dem Smartphone... Der verschwindet jetzt, oder? Der verschwindet jetzt einfach. Okay, ja. Ja, gut. Das ist gruselig, aber das kann trotzdem von der Kamera kommen, ne? Also das könnte trotzdem sein. Aber auch das ist... Okay, das ist so eine Webcam, aber das ist halt so gruselig. Wenn ich heute hergehe und ich filme irgendwas mit dem Handy, dann sieht das halt einfach for real anders aus. Das ist jetzt kein Handy. Ja, ich weiß schon, das sind irgendwelche so billigen Kameras. Aber trotzdem... Ich warte irgendwie immer, wie im Horrorfilm, dass ich irgendeine Gestalt sehe. Aber das ist ja gar nicht, worauf das abzielt, sondern hier fällt... Ja, was? Hä? Warte mal hier. Ich habe nichts gesehen. Habt ihr was gesehen? Schreibt es mir mal in die Kommentare, ob ich hier an der Stelle was gesehen habe. Ah, hier, ne? Boah, ist das gruselig. Boah, das gibt mir... Das gibt mir... Oh, nee. Ja, aber das kommt von der Cam. Wir sehen hier, ist auch schon jemand langgelaufen. Seht ihr, hier ist schon was. Ich weiß nicht warum, aber die Cam scheint da irgendeine Verzögerung zu haben. Also das ist, glaube ich, nicht... Nee, das ist, glaube ich, aber nicht. Kommt der hier nochmal ran? Man sieht den Schatten. Ah, ich weiß halt nicht. Ich weiß nicht. Ich möchte mir kein Urteil bilden, ne? Ich habe trotzdem eine Gänsehaut, aber das kann trotzdem auch von der Cam sein oder so. Ich. Oh, okay. Wenn jetzt natürlich ein Mensch durchläuft, normaler, stofflicher, keine Ahnung, wie man das nennt. Was ist das, Mann? Cuidado, Judá. Cuidado, Mann. Was ist das, Mann? Mann, não tem nada. Caralho, Mann. Was ist das, bicho? Caralho, Mann. Okay. Aber ihr habt Waffen dabei, ne? Das ist wichtig. Ja, das ist schon strange, ne? Also das ist schon... Das ist echt komisch. Da wird sogar... Der Mann mit der Waffe läuft da sogar weg, ey. Weil das einfach... Da kannst du ja auch nichts machen. Was willst du denn machen? Willst du draufschießen? Das bringt dir ja nichts. Ist ja Blödsinn. Oh Mann, ey. Sowas finde ich am unheimlichsten, diese doofen Kameras, die irgendwo im Eck hängen und dann irgendwas filmen und du musst gucken, wo im Raum was ist und wirst völlig paranoid, weil du nicht weißt, wo du hingucken sollst. Das erinnert mich immer an Paranormal Activity, als wir den damals irgendwie zu fünft zusammen geguckt haben und wir haben uns alle so in die Hose gekackt. Ich habe nichts gesehen! Ich habe for real nichts gesehen! Also Leute, da müsst ihr mir wirklich in die Kommentare schreiben, da bin ich auf eure feinen Augen auf jeden Fall angewiesen. Ich habe keine Ahnung. Doctor's Room, Arztzimmer. Ist es irgendwie was macht er denn? Oder sie? Ich glaube, das ist aber keine Ahnung. Keine Ahnung. Oh, mit einem Tier, Hunde. Oh, das.
Hund und Katze, ne? Die reagieren auch. Das ist... Gut, okay, die reagieren natürlich, weil die Tür aufgeht. Das ist schon klar, aber... Das ist einfach ein Bild, oder? Da kann man jetzt sehr viel reininterpretieren. Sieht man hier das Gesicht. Aber es ist nur ein Bild, ne? Es ist kein... Ja, okay, es ist nur ein Bild. Das ist halt creepy, ne? Aber keine Ahnung. Weiß ich auch nicht. Kann ich nicht beurteilen. Aber ist gruselig, ja. Gibt es ja auch so ein Bild, wo einer von der Decke hängt, wo die Familie schwört. Das ist so ein altes Bild, das, der da nicht drauf war. Also es gibt schon creepy Stuff, ja. Wenn man sich damit beschäftigt, da kannst du auch locker mal ein paar Nächte nicht schlafen, wenn du dir das reinziehst. Das kann halt trotzdem auch alles sein, ne? Also das... mutet jetzt an, von unserer Fantasie aus, dass es irgendwie eine Gestalt ist, die da langläuft mit dem Gesicht. Könnte aber auch einfach ein, irgendwie, weiß ich nicht, von der Beleuchtung her irgendwie ein Baum oder ein Busch sein oder keine Ahnung, was, irgendein Ding. Man meint das oft nicht, aber wäre schon möglich. Ah, ich will nicht beurteilen, ne? Ich will nicht beurteilen, aber schon heftig. Sieht trotzdem krass aus, ja. Ja, das ist super, ne? Also da sehen wir auch richtig viel jetzt. da sehe ich nämlich gar nichts. Also, das ist schlecht platziert. Freunde, ja, das war's mit der Reaction, würde ich mal sagen. Lasst ihr mich gerne mal in den Kommentaren wissen, was ihr davon haltet. Lasst uns gerne diskutieren, was ihr davon haltet. Und wir sehen uns dann in einem nächsten Video. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Lasst gerne einen Daumen und ein Abo da, wenn es so ist. Und dann sehen wir uns in der nächsten Reaction, Leute. Danke fürs Zuschauen. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Und ciao.